Und die Stars. Ich bin zum ersten Mal als Aussteller mit auf der Comic-Con. Es macht riesig Spaß. Man lernt super viele nette Leute kennen. Einfach toll. Ja, die Film- und Comic-Con in Karlsruhe erstmals in der Schwarzwaldhalle. Eine ganz großartige Atmosphäre. Viele verrückte Nerds, Freaks, Comic-Liebhaber. Also ich fand die Comic-Con natürlich recht schön. Vor allem, dass sie auch in Karlsruhe ist. Und in Karlsruhe ist normalerweise keine Con in der Art. War jetzt ein bisschen klein, liegt vermutlich daran, vielleicht zu wenig Werbung oder auch, dass einfach sie noch neu ist und unbekannt. Aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr besser wird und ich freue mich schon drauf. Sehr viele gute Cosplays, ja. Also ich fand die erste Comic-Con in Karlsruhe war ganz schön. Noch ein bisschen klein, ein bisschen unorganisiert, aber ich denke, wenn das hier stattfindet, wird es immer besser. Weil man hat ja genug Platz, wo man ein bisschen was ausbauen kann. Das ist ganz nett hier, so das erste Mal. Ich finde es ganz schön, es ist nicht so überlaufen. Das finde ich sehr toll. Und es sind nette Leute. Begeisterung, ja, das erste Mal war es eigentlich ganz lustig. Ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr und der Eintritt ist allerdings zu teuer. War echt schön. War zwar nicht so groß, aber klein ist ja fein. Sieht man ja an uns Zwergen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, es klappt nächstes Jahr wieder. Erste Comic-Con in Karlsruhe hat sehr viele Cosplayer hier. Sie haben richtig coole Kostüme. Also hierher zu kommen lohnt sich auf alle Fälle. Es konnte noch ein bisschen größer sein. Ich glaube, es war auch ein bisschen der Hauptkritikpunkt. Aber sonst ist es super Stimmung. Die Leute sind super lieb, super nett. Und es macht total viel Spaß hier zu sein. Ich hoffe, dass es die Comic-Con nächstes Jahr auch wieder in Karlsruhe gibt. Comic-Con Karlsruhe, erste Comic-Con in Karlsruhe. Wirklich ein schönes, familiäres Event. Hoffentlich folgen noch weitere. Echt cool. Also hier waren auch total viele gute Kostüme. Gerade gestern beim Cosplay-Wettbewerb, habe ich auch mit angeguckt. Also der war mega. Und ja, ansonsten ist es eine schöne Halle, schön übersichtlich. Also man kommt gut durch. Ich komme auch gerne. Ich bin schon auf vielen größeren und kleineren Cons gewesen. Für die erste war es super organisiert. Ich hoffe, bis nächstes Jahr doppelt, dreifach so viele Leute, noch mehr Spaß, noch mehr Kostüme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und jetzt seid nächstes Jahr wieder dabei.
Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Sky, please tell us why you had to hide.